Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4, der 100 Baby Challenge. Ja, wir klären uns gerade so einen Typen. Mal schauen. Sie ist kokett. Ja, ersten Kuss erleben. Einfach mal abknutschen hier. Gönn dir einfach. Was will eigentlich die Tusse da andauern? Monika Brandenburg, du bist ein bisschen creepy. Was willst du mit ihnen massieren? Jemanden kennenlernen. Was Romantisches tun. Ist doch voll romantisch. Okay. Er ist in der. Sind alle irgendwie so viel Love, okay? Hey, ich habe mich hier mit. Ich glaube, der ist schwul. Und ich glaube, ich hatte schon mal was mit denen. Aber ey, versuch's. Was sind so deine Techtelmechtel-Interessen? Komm, dann frag ihn einfach nach Techtelmechtel direkt. Was stiefelt da vor meiner Tür schon wieder rum? Und auf was steht da so der gute Jay? Okay, cool. Derzeit muss ich nur noch 5 Sims küssen. Bist du? Nein, ich glaube, du bist weiblich. Ich glaube, du bist mit denen gerade in das Bett springen, aber ey. Oder geht einfach heim. Hey, da ist irgendein Kind schon wieder vor der Tür. Okay. Was hast du gerade für Probleme? Hunger. Ja, komm, dann iss schnell was. Oder hä, wurde das jetzt gecancelt? Nee, du musst schon arbeiten. Ja. Jetzt muss ich, glaube ich, gleich los. 8 Minuten, ja. Du kannst ja schnell noch das Klo reinigen. Nee, du musst schon. Auf geht's. So. Ach, da ist unser Kind. Geh schlafen einfach. Geh einfach schlafen. Dann kannst du was essen. Und dann kannst du einfach hier deine Hausaufgaben machen. Hast du? Don, Hallöchen, ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Meinst du, okay. Die Ute ist wohl nicht gut für ihn. Hat er so herausgefunden. Muss er wissen. Ich kann da wenig beraten, glaube ich. Oh, hast du Hunger? Ey, ja, sie hat Geld bekommen, aber halt nicht so viel. Hey, Markus Winter steht da. Kannst du vielleicht irgendwie mit ihm diese komische beste Freunde werden? Kannst du das machen? Komm, werden mit ihm beste Freunde. Ist dein Babysitter. Okay. Mit 2 Erwachsenen anfreunden, mit 3 Kindern anfreunden, da will 10 erreichen. Nacho-Witz, der ist bestimmt lustig. Was können wir nicht mit ihnen irgendwie Hausaufgaben machen? Okay. Brigitte. Der nennt ja sein Kind Brigitte. Ich muss, glaube ich, echt wieder Sims 4 zocken. Oder Sims 3, weil es einfach besser ist. Hier, du machst jetzt deine Hausaufgaben. Und du gehst pinkeln und schläfst dann in deinem Bett und nicht auf der ungemütlichen Couch.
Ja, was wirst du machen? Jemanden anrufen. Ja, wegen mir rufst du irgendjemanden an. Ja, sitzt am Klon, telefoniert, cool. Kannst du ihn irgendwie brüderlich umarmen? Geht das irgendwie? Andere Sim? Nee. Okay, ja, dann geh einfach schlafen. Wenn du willst noch was essen, dann isst du noch schnell was. Und dann gehst du schlafen. So, was brauchst du? Freunde werden mit Don, ja, weiß ich nicht. Nicht schon wieder. Hier, wir setzen uns jetzt einfach mal. Wir haben ja ein bisschen Geld tatsächlich gerade. Weil hier Julia angefangen hat, irgendwie Geld zu verdienen. Ich glaube, wir müssen endlich mal was Vernünftiges zum Essen machen. So. Oder Sims 3. Oh ja. Ey, der räumt ein bisschen auf. Das ist auch nett von ihnen. Okay, jetzt hat er räumt. Ja, doch, ich glaube, er räumt auf und wascht ein bisschen ab und so. Nett von ihnen. Sehr, sehr nett. Okay, geht jetzt? Warum läuft dieses Ding eigentlich gerade ausschalten, dieses Licht? Ja, automatisch. Alle Lichter. Okay, dann räumen wir ein bisschen auf. Hast du schon? Okay, ja, du hast voll geschlafen. Aber du kannst ja hier aufs Klo gehen, dann kannst du ein bisschen Schaumbad nehmen. Freundschaft schließen. Ja, du kannst ja bestimmt mit irgendjemandem chatten, oder? Web. Ja, komm, dann chatte ein bisschen im Chatroom. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber vielleicht bringt das ja was. So, schön, dass ihre Zwillingsschwester jetzt einfach erwachsen ist und sie ist ein Kind. Finde ich toll. So, haben wir nichts mehr zum Essen da? Ja, dann servierst du jetzt halt einfach mal hier Eier und Toast. Ist ja auch gut. Okay, wir stellen das da auch mal wieder in den Kühlschrank, nicht, dass es noch verdirbt. Okay, das Kind muss eh gleich in die Schule. Ach, du willst wieder Radio hören. Trinken, etwas Romantisches tun, okay. Musst du heute arbeiten? Ja, und du hast noch nicht begonnen zu üben, also kannst du jetzt einfach mal so zwei so Jingles schreiben, weil vielleicht gibt es das ja irgendwie Money. Hör auf, Musik zu hören. Okay, zu Sandy. Freundin, Tochter. Okay, zusammen kochen. Julian Kusel, ich glaube, ich muss mir jetzt echt mal anschauen, wie die Familie von den Kusels denn so aufgestellt ist. Ich habe da so eine Befürchtung. Wie viele Kinder haben die zusammen? Die haben vier Kinder zusammen. Und der. Interessant. Und er hat halt noch mal zwei mit ihr. Sehr schön. Keine Firma wollte die Jingle kaufen und irgendjemand hat 200 gezahlt. 200 sind super. Das ist fast mein ganzes Gehalt, wenn wir sie arbeitet. So. Ich schreib's nochmal in den Jingle. Ich bring dir noch ein bisschen Geld. Hey, du brauchst wieder einen neuen. Ja, sie ist ja gerade schwanger. Man muss ja auch irgendwie mal kurz warten. Okay. Ja, dann geh kurz duschen. Stell dich einfach mal der Kokett vor, komm. Wenn du dir danach isst, dann mach das doch.
Warte, wir sind doch mit denen, der ist doch richtig pissig auf uns. Was macht der denn jetzt, wenn wir mit seiner Alten hier rumknutschen? Wie findet ihr das? Bist du Single? Aber ich habe kein Interesse daran. Okay, Freundschaft würde sie sich freuen. Schade. Aber dann kann ich ja einfach mal kurz deinen Mann nehmen. Ich muss jetzt gehen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich sabotiere jetzt eine Runde eure Ehe. Hä, und jetzt geht sie einfach? Verführen, verführen ihn einfach mal und wir müssen gleichzeitig die Reaktion von ihr anschauen. Ob sie komplett ausrastet. Also er findet das zwar nicht gut, aber sie regt sich trotzdem voll auf. Also er versucht halt treu zu sein, aber sie ist halt nicht so. Sophie ruft an. Oh, ein Date mit Fabian. Aber Fabian Schwarz, meiner Meinung nach hatten wir den halt einfach. War es nicht der Postbote? Fabian Schwarz. Oh. Von denen ist sie aktuell schwanger. Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen blöd jetzt, wenn die Tochter was mit den Typen hat, mit denen die Mutter gerade was hat. Also mit den Typen irgendwie, mit denen läuft es nicht so. Wen haben eingesetzt? Okay, Baby in Krankenhaus bekommen. Dann kommt jetzt Nummer 9 zur Welt. Okay, es ist ein Mädchen. Nice. Sandy haben wir schon. Lena. Lena haben wir noch nicht. Okay, jetzt haben wir eine kleine Lena. Welche dunkler? Ich wusste gar nicht. War der Typ dunkelhäutig? So, schau, kriegst du erstmal was zu trinken. Oh, du musst zur Arbeit. Ich stell das mal wieder ins, in den Kühlschrank. Ja. Ich denke eh, das ist ihr Bruder, aber hey, der kann wegen mir vorbeikommen. Kannst du fleißig arbeiten? Wir brauchen irgendwie mit Kollegen flirten. Fleißig arbeiten. Das ist Julian? Ja, das ist einfach ihr Bruder, der jetzt da ist. Klar, und du kannst ein bisschen mit dem Kind reden. Ach, kommt sie nicht zu dem Kind hin? Okay, ich glaube, ich muss das Bettchen hier umstellen. Es scheint irgendwie ein bisschen verbuggt. Ach, da stand ein anderes drin. Okay, das ist jetzt yes. Ich verkaufe mal die ganzen alten Bettchen. So, jetzt kommst du aber, glaube ich, hin. Ja, stelle ich mal den Typen hier ein bisschen freundlich vor. Ja, ich hoffe einfach mal, das Kind überlebt bis dahin. Weil du kannst jetzt auch keinen Service anrufen, oder? Nee. Kannst du irgendjemanden anrufen? Irgendein Erwachsener, der Bock hat, sich um das Kind zu kümmern, hier einladen auf. Das ist der Vater, der muss ja einfach vorbeikommen. Alter, kriegt der gerade Panik, weil er ein Kind hat? Was willst du? Mit drei anderen Kindern anfreunden, mit zwei Erwachsenen anfreunden. Okay, ja, dann freund dich doch mit ihnen an.
War ein bisschen traurig. Okay, ich glaube, er kümmert sich jetzt irgendwie um das Kind. Julia bekommt einen Anruf. Bruno. Ach ja. Beugt dein Herzen. Okay, wir machen aber an dieser Stelle einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei diesem Spiel der 100 Baby Challenge. Bis dahin, bye!